Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und berichte im heutigen Videoblog über ein sommerliches Thema, und zwar die Hitze in der Wohnung. Kann übermäßige Hitze in der Wohnung ein Grund für eine Mietminderung sein? Kann man als Mieter die Miete mindern, wenn die Wohnung zu heiß wird? Ausgangslage ist auch hier immer zunächst zu überlegen, was schuldet der Vermieter eigentlich, und dann zu überlegen, gibt es davon Abstriche, die dann möglicherweise einen Mangel der Mietsache begründen. Wenn ich eine Dachgeschosswohnung miete, dann weiß ich noch dazu, wenn die Dachgeschosswohnung vielleicht zu einer Zeit gebaut wurde und auf eine Art und Weise gebaut wurde, wo man, sag ich mal, eher so billig arbeitet, dann weiß ich, die wird im Sommer etwas heißer. Dementsprechend werde ich damit keinen Mangel begründen können, denn die Beschaffenheit ist sozusagen so, wie sich sie erwarten durfte. Wenn ich jetzt eine Altbauwohnung miete, wo vielleicht später Baumaßnahmen stattgefunden haben und die wiederum dann zu einer besonderen Hitzeentwicklung führen, dann kann das anders sein, weil ich damit rechnen durfte, dass ich hier vielleicht ein gedämmtes Haus habe, was mich auch so vor Hitze von außen schützt, zum Beispiel. Das kommt also immer sehr stark darauf an. Allgemein muss man sagen, müssen Mieter hinnehmen, dass die Temperaturen in der Wohnung schwanken. Sie müssen auch Temperaturen hinnehmen, die über dem Wohlfühlbereich liegen, also über den 26 Grad, die jetzt zum Beispiel die Arbeitsstättenverordnung als Grenze des Wohlfühlbereichs für Menschen definiert. Also über 26 Grad dürfen wir uns gesetzlich gesehen unwohl fühlen. Das heißt aber noch nicht, dass wir einen Mietmangel haben und dann ein Minderungsrecht. Zusammengefasst, die Mietminderung wegen Hitze in der Wohnung ist sehr schwierig. Sie müssen in jedem Fall ein Temperaturprotokoll führen und brauchen über einen längeren Zeitraum Temperaturen, die deutlich über dem Wohlfühlbereich liegen, also über 26 Grad liegen. Und dann kann möglicherweise auch noch eine Rolle spielen, wenn es sich um extreme Wetterlagen handelt, dass der Vermieter sagen kann, ja, für solche Wetterlagen kann man Wohnungen gar nicht ausrüsten. Es gibt sicher Gründe für eine Mietminderung, die vor Gericht einfacher durchzusetzen sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.